Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levi's Car 1210 zu einem neuen PS Vita Unboxing. Heute packe ich das Spiel Der Hobbit aus, beziehungsweise Lego Der Hobbit. Ja, ganz wichtig, Lego muss natürlich auch dabei sein, weil es ist ein Lego-Spiel, Freunde. Ich habe mir dieses Spiel über Amazon Marketplace bestellt und ich weiß nicht, ob ihr es hier erkennen könnt. Es ist leider nicht original verpackt angekommen, weil PS Vita-Spiele haben ja normalerweise eine andere Folie. Dies ist hier irgendwie neu eingepackt worden. Und dadurch denke ich mal auch, dass es hier so zu diesen Wellen gekommen ist. Ja, das Spiel mag neu sein, denke ich mal, dass es neu ist, aber ich meine, diese Folie muss ja nicht unbedingt sein. Also das macht unser, der Berlet hier, der macht das auch gerne mal, dass er die Spiele einfach mal neu einpackt. Das ist jetzt nicht von Berlet, klar, aber das muss doch nicht sein, Freunde. Also wenn man ein neues PS Vita Spiel bestellt, dann möchte man auch, dass es original verpackt ankommt und nicht irgendwie neu eingepackt wurde. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja auch so verkauft. Keine Ahnung. Also, naja, gut. Aber es ist zumindest nicht so wellig wie Shinobidu damals. Das hatte ich auch von Amazon und das war ja richtig wellig hinten. Das hatte richtig Ozeanwellen. Das hat hier so ein bisschen Seewellen. Man sieht es hier, Freunde. Naja, gut. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Spiel. Auf dem Cover sehen wir hier unsere Helden. Das müsste Bilbo Beutlin sein. Das Ganze kommt natürlich von TT Games und Warner Brother Games. Ja, das sehr schöne, epische Cover wird verdeckt von diesem gelben Quadrat hier. Was nicht sehr schön ist, ja. Man sieht hier hinten den Zauberer nicht. Gut, ich habe mir ein paar Gameplay-Videos dazu angeschaut im Internet und es sah sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Deshalb habe ich mir das mal gegönnt. Ja. Der Preis hat auch gestimmt. Ich habe knapp 10 Euro bezahlt, also da möchte ich jetzt nicht so großartig meckern, dass es jetzt nicht original verpackt ist oder so. Ja gut, natürlich, meine 10 Euro ist trotzdem ein Preis, wo man ein neues Spiel erwartet. Es ist vermutlich neu, aber wie gesagt, original verpackt wäre schön. So, wir gucken uns mal an, was auf der Hinterseite steht. Fordere das verlorene Königreich Stein für Stein zurück. Begleite Bilbo Beutlin, Gandalf, Thorin und seine Zwergengemeinschaft auf einen epischen Abenteuer durch ganz Mittelerde und erobere im bislang umfangreichsten Lego-Spiel den einsamen Berg zurück. Kämpfe gegen gefräßige Trolle, gefährliche Orks und viele weitere Gegner. Kombiniere die einzigartigen Fähigkeiten der Zwerge, um Rätsel zu lösen, oftmals mit urkomischen Ergebnissen. Entdecke legendäre Orte in Mittelerde vom Auenland über Orkstadt und darüber hinaus. Ja. Das Ganze sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und Lego-Spiele haben einfach ihren eigenen Charme. Denke ich mal. Hier gegen eine Riesenspinne, er mit seinem Bogen. Klasse. Ein Spieler kann man das Ganze zocken, mindestens 832 KB braucht er auf der Festplatte, wollte ich schon sagen. Speicherkarte natürlich. Touchscreen wird unterstützt und Dual Analog Sticks. Ja, ob das auf PlayStation Vita TV geht, muss ich mal testen. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Sieht neu aus, klar. Aber wie gesagt, die Folie, die müsste einfach original sein. Gut. Ja, und diese Wellen, ich weiß nicht, warum es diese Wellen macht hier. Ob es jetzt an der Folie lag oder so. Weil
Das ist ja auch nicht normal, ne? Muss man drauf bügeln. Obwohl, nee, das traue ich mich jetzt auch nicht zu. Das verklebt das Ganze doch. Jo, dann schauen wir mal rein. Ja, wie gesagt, also es ist halt neu, ja. So sieht die Karte aus, Freunde. Mit einer. Ihr könnt übrigens auch so eine Special Edition von Amazon bekommen. Da ist halt auch so eine Lego-Figur bei. Oh, aber die kostet dann auch viel, viel mehr. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil ich habe ja von dem Blu-ray noch diese Hobbit-Lego-Figuren. Die reichen mir. Und ich bin mal jetzt gespannt, wie das Spiel so sein wird. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye bye.